Joho, da sind wir wieder. Wir haben jetzt eben gerade die Gatling-Quest erledigt, den Ladescreen uns gespart. Können jetzt weitermachen mit der Quest da vorne, die ich eigentlich ursprünglich angehen wollte. Was? Spielen nach Gehör? Was ist das denn jetzt? Ivy setzt die Suche nach dem Edensplitter mit Hilfe des Notizbuchs fort, das sie in Miss Thorns Truhe gefunden hat. Volle Synchronisation 100 Pfund und extra EP an 125. Monturen Verteidigergewand. Ja, machen wir die doch mal. Bin ich ja mal gespannt, was sich dahinter verbirgt jetzt, ne? Vor allen Dingen, wie das weitergeht mit dem Sirup. Der Sirup scheint ja einen ganz extrem gewichtige Sache zu sein bei der ganzen Geschichte. Kicken wir mal, wa? Mr. Green. Wir haben keinen Edensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Aha. Da bahnt sich doch was bestimmt zwischen den beiden an. Hier, Mr. Graham Bell schien auch nicht gerade abgeneigt gegenüber Evie zu sein. Und jetzt hat sie mit Hilfe ihres Adlerauges anscheinend etwas gesehen, was verborgen lag. Und nun gilt es an uns herauszufinden, was wir denn da finden werden. Die Jack-Daw-Skulptur finden. Apropos Jack-Daw, ich glaube, diese bin Karte gespannt, ob wir führt auch uns noch auf vielleicht Jack zum the Ripper hier treffen werden. Ich weiß nicht, ob das Hanway, Zeitalter oder die Zeit der passt. Pirat? Aber Meister, Assassine und Pirat, wäre genau. sehr cool. Jack the Ripper ist in Wirklichkeit ein Assassine, Was der genau wissen Sie über dann dieses so Grabtuch? irgendwie. Es soll die Ups. Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Doch wenn es wahr ist, was für eine Entdeckung wäre das? In der Tat, ich kann kaum erwarten, es zu finden. Okay, sie haben uns gerade über das Grab unterhalten, das werde ich zu spät dann erfahren, eben gerade mitbekommen. Weiter so. Komm her, du, quälst sie doch eh nur. Brecht ihr die Knochen! Nee, aber wie gesagt, dass Jack the Ripper hier vielleicht irgendwie so ein Assassine ist und unter dem Deckmantel eines Mörders dann verunglimpft wurde von den Templern. Weil er irgendwie. Ach nö. Ich werde Sie den Respekt vor dem Gesetz schon ey, Junge. Nö, helf mir nicht. Bleib doch ruhig stehen. Ist in Ordnung, du kleiner Kasper. Jetzt hat er auch mal geholfen. Ein Schlag. Na? Jetzt, yo. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt er ja auch noch. So, komm, er klettert da drüber. Zack, zack, zack. So, erstmal plündern. Die Medizin werden wir gleich einwerfen. Hoffen, dass wir doch eine zweite bekommen. Naja, aber Rauchbomben immerhin. So. Adlerauge. Was? Ein Verbündeter ist fast tot? Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben.
Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Okay, alle Andenken von Kenway finden. Und das in einer Templerhochburg. Das kann ja viel Spaß versprechen. Da kommt auch schon einer. Ja, schnell hoch hier. Erstmal raus aus der Gefahrensituation bzw. aus dem Sichtfeld, sodass es keine Gefahrensituation erst geben kann. Der Eingang soll sich hier unten befinden. Da ist er. Oder ein Eingang, denke ich mal. Einer von vielen. Wenn das so weitergeht, werde ich dir sagen, dass ich nicht mehr Wache schiebe. Alarm! Nicht Alarm! Halt doch mal den Mund. Das wird der und schnell zur Seite. So, dreh dich um. Dich meucheln wir. Das war gerade noch mal so gut gegangen. Was haben wir denn hier? Das sollte den Assassinen gehören. Nimm's doch mit. Okay, okay. Hier können wir nichts mehr machen. Was ist denn da los? Ach, das ist er. Der kommt mir gerade bedächtig nahe. Bedenklich, so. Aber wo wollen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Hier ist Ach, da den Tisch sollen wir untersuchen, aber hier gab es noch irgendwo eine Kiste. Wahrscheinlich unter uns. Da ist sie. Also müssten wir erstmal hier über diese Etage nach unten finden. Ist das ein Schloss zum Knacken? Schloss zum Knacken, Kreis gedrückt halten. Ja, schade, dass das andere nicht mehr da ist. Ich habe es immer gern gemacht. Ist jetzt zwar nichts Weltbewegendes gewesen, gehört für mich aber zu Assassin's Creed dazu, also... Hä? Achso, ich hätte von da gleich hier jemanden umbringen zu müssen. Durchgekonnt, okay. Aber... Huch! Oh, wir haben einen Besucher! Ja... Wollen wir den mal mit dem Messer erledigen? Kommt er überhaupt jetzt mal her? Er kommt. Sehr gut. Kuckuck! So. Achso, das war ein Andenken von Kenway, was wir gerade gesehen haben, dass den Assassinen gehört. Das kriege ich jetzt auch nicht mal mit. Hier haben wir die nächste. Etwas aus Edward Kenways Zeit. Dann sollte ich nochmal zurück. Sollte ich nochmal zurückgehen? Nee. Da blinkt nichts mehr. Die nächsten Dinge sind da hinten. Ich werde aber erstmal hier rüber natürlich. Okay. Was war das? Ja, komm mal her. Sie ist hier! Was erlaubst du dir? Mist! Oh, hoffentlich geht das jetzt schnell, ohne dass jetzt großartig jemand anderes noch involviert wird. Verreck doch endlich, Mensch! Huh! Zum Beispiel die hier nämlich. Das wäre ja beinahe in die Hose gegangen. Aber wir haben noch mal Glück gehabt. Hier ist auch noch was. Assassinen-Artefakt. Hat sie was für uns? Ja. Rauchbomben voll, ja. Wie gesagt, die Rauchbomben, mit denen bin ich noch nicht so wirklich warm geworden. Vielleicht sollte ich sie mal versuchen zu benutzen. Sie sind sicherlich nicht ohne Grund da. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Das heißt, wir können jetzt hinten die Treppe runter. Und uns den nächsten Stockwerk widmen.
Hier scheint es, da ist die Truhe. Schlüssel knacken. Das haben wir gemacht. Es befindet sich hier niemand drin. Das ist gut. Können wir in Ruhe die Kiste plündern. Seide, Metall und Geld mitnehmen. Sehr schön. So. Weiter geht's. Hier ist auch noch was. Sieht interessant aus. Immer noch nichts. Okay, genau, sie dreht uns den Rücken zu. Er befindet sich nicht im Raum. Das heißt, wir werden sie schnell mal meucheln. Sputz. Und Medizin bekommen. Und die Wurfmesser. Hier ist nichts. Nö, nee, gar nichts befindet sich hier weiter. Andere Seite. Ach nee, hier waren wir auch schon. Müssen wir hier wieder raus und hier drüben auf der anderen Seite nachschauen. Da geht's schon wieder nach draußen. Da würde ich jetzt ungern hin. Da ist schon das, was wir untersuchen müssen. Uns fehlen aber noch drei Teile. Hier haben wir noch etwas. Dass die das alles behalten haben. Ah. Vielleicht gibt es hier noch zwei. Na, da müssen wir rein. Das ist das, was wir untersuchen sollen. Hier ist noch ein Schiff. Wenn Vater das nur sehen könnte. Ein Andenken nur noch. Ach, das ist jetzt blöd. Vor allen Dingen, da wir schon überall gewesen sind. Irgendwas habe ich natürlich übersehen. Was mich jetzt dazu bringt, den ganzen Weg nochmal abzuklappern. Ich werde mal hier nochmal reingehen. So. Von hier kamen wir ja irgendwie, glaube ich. Da sind wir rein. Dupidupidu, hier sind wir lang. Dann haben wir da hinten irgendwie was auf dem Tisch liegen sehen. Das haben wir uns angeguckt. So. Was war das? Das ist ein Schachbrett. Okay, das ist nichts. Hier liegt auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. So, dann sind wir hier wieder raus. Balla, balla, balla. Wulli, wulli, wu. Hier ging es nicht weiter. Hier hatten wir die Tür geöffnet, in der wir hätten eigentlich rausgekonnt. Und hier liegt was? Nee. Jo, hier sind wir raus. Zack. So, dann sind wir hier lang. Hier war dann nichts. Das hatten wir, den Hut. Dann sind wir weiter. So, hier war auch alles fertig. Da konnten wir nicht rein, da konnten wir nicht rein, da konnten wir auch nicht rein. Hier können wir raus, das will ich aber nicht. Tja. Das ist ja jetzt nun mal doof. So. Also heißt, hier oben haben wir alles fertig. Hier gibt's. Ah, warte mal, wenn hier an der Seite was war. Hier waren ja die Schwerter. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch irgendwie was parallel dazu. Ha, super. Diese Frau ist eine wahre Sammlerin. Gut, das haben wir jetzt. Können wir untersuchen gehen? Ach, er ist auch schon da. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Das Klavierrätsel ohne falsche Noten abschließen. Ei, selbst wenn wir jetzt irgendwas finden, was uns dabei helfen kann. Etwas, das nur wir sehen. Ich kann doch keine Noten lesen. Aha. D, A, D, E, F, D. D, A, D, E, F, D. Ist hier noch irgendwas? D, A, D, E, F, D. D, A, D, E, F, D. Gut, das war einfach.
Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Gut, das haben wir. Kenways Schatz finden. Was hat er denn für uns in petto? So, erstmal kurz nochmal so umschauen, bevor wir da rangehen. Sag mal, hat das irgendwas mit dem... Also ich habe den Teil nicht gespielt, deswegen verzeiht mir meine Unwissenheit oder wenn ihr euch jetzt vor lauter Lachen auf die Schenkel klopft. Was mit Black Flag zu tun? Weil das ganze Piratending, hieß der Kenway? War der das? Reden sie über den? Weil mit Assassin's Creed Black Flag, wie gesagt, habe ich mich überhaupt nicht abgegeben. Kam ich irgendwie nicht dran zum Spielen. Beziehungsweise wollte ich es mir nicht holen für die PS4 und davor hatte ich lange Zeit keine Konsole gehabt. Und davor dann die Xbox 360, da war es aber noch nicht draußen. Und ja... Dann kam Unity, dann brauchte ich Black Flag nicht mehr, also. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, ob der Typ Kenway ist. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Ja, das ist schlau. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Ja, dann hoffen wir mal, dass es hier einen gibt. Ihr zwei, holt Henrietta und versucht einen zweiten Ausgang zu finden. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Such die Wände ab. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist... So, entkommen sind wir. Super, Spiel nach Gehör abgeschlossen. Wir haben alle Herausforderungen bestanden. Bekommen dadurch 750 plus 100 Pfund. Und bei den Erfahrungspunkten 500 plus den Bonus von 125 Erfahrungen. Dazu noch das Verteidigergewand, eine Montur. Fand ich ganz gut, die Quest. Gebe ich 4 Sterne für. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge auch ganz gut und schaltet bei der nächsten wieder ein. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.